Also im Assessment Center erwarten dir mal die anderen Bewerber und Bewerberinnen. 3 Aufgaben aus den jeweiligen Fachbereichen, also Tax, Audit und Advisory. Verlass dich auf dein Wissen, was du also im Studium gelernt hast, egal ob es jetzt Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaften sind. Also man soll auch ein bisschen um die Ecke denken können. Authentisch sein. Sei du selbst. Es ist auch eine Stresssituation, also man muss vielleicht auch mal mit der Stresssituation umgehen, aber das erwartet einen beim Assessment Center. Man soll sich einmal seinen Unistoff vielleicht noch einmal durchschauen. Sich noch mal ein bisschen die Basics anschauen von den 3 Fachbereichen Tax, Audit and Advisory. Dann kann man sich auch gut vorbereiten, indem man sich mal typische Assessment-Fragen anschaut. Man trifft auch die Mitarbeiter aus den Teams und muss bei denen Fragestellungen eben lösen. Wie gut passt man vielleicht zum Unternehmen? Wo sind fachlich Stärken und könnte es eben zum Trainee-Programm passen?